Gesundheitswesens möchte ich hinweisen, Gesundheit ist nicht nur ein Wachstumstreiber, sondern Gesundheit ist auch ein ganz wichtiger Treiber für Innovation und neue Technologien. Das gilt natürlich für die klassischen Branchen wie Pharma, die Biotechnologie und Medizintechnik, wobei die Bilanz dabei, wie wir alle wissen, durchaus gemischt ist. Die deutsche Pharmaindustrie ist leider nicht mehr die Apotheke der Welt. In den 70er Jahren, meine Damen und Herren, kamen noch rund 50% aller weltweit neu entwickelten Pharmawirkstoffe aus Deutschland. Heute sind dies weniger als 5%. Der Anteil der Amerikaner, der in den 70er Jahren etwa bei 15% lag, liegt heute bei 30%. Es ist also möglich, Steigerungen zu erreichen. Ursachen für diesen Gesichtsverlust, aber den Gewichtsverlust auch der deutschen Pharmaindustrie, sind sowohl innovationsfeindliche gesetzliche Rahmenbedingungen wie auch simples Managementversagen. Im Bereich der Biotechnologie spielt Deutschland zwar noch in der Champions League, aber unser Land kommt leider für die Qualifikationsrunden nicht mehr hinaus. Das erfreulichste Bild liefert die Medizintechnik. Sie gehört mit 12% aller deutschen Patentanmeldungen, 12% aller deutschen Patentanmeldungen zu den innovationsstärksten Wirtschaftszweigen unseres Landes. 9% ihres Umsatzes gibt sie für Forschung und Entwicklung aus. Ein Drittel aller Produkte der Medizintechnik sind weniger als 3 Jahre alt. Und ein jährliches Wachstum von 7% belohnt diese Innovationskraft. Und in der Tat ist die deutsche Medizintechnik mit 15% Weltanteil die Nummer 2 in der Welt nach der Medizintechnik der USA.